Zurückhaltung kann man Naomi Biden nicht vorwerfen. Die Absolventin der Columbia Law School steht voll und ganz hinter ihrem Opa Joe Biden. Während seines Wahlkampfes war es Naomi Biden, die am lautesten Joe Bidens Gegner zurechtgewiesen hat. Wehe, jemand kritisierte Joe Biden. Am 12. Februar 2020 konnte sie ihre Wut nicht mehr im Zaum halten und hat David Axelrod, früherer Wahlkampfmanager und Chefberater Barack Obamas, die Meinung gesagt. Er schrieb bei Twitter: Wer hätte vorhergesagt, dass Joe Biden und Elizabeth Warren New Hampshire ohne eine einzelne Delegiertenstimme verlassen? Naomi konterte. Sie sagte dem Politikexperten, dass er von Anfang an Biden gezweifelt hat. Außerdem bezeichnete sie ihn als Jerk with a Microphone. Auch im weiteren Verlauf des Wahlkampfes postete sie auf ihrem Twitter- und Instagram-Account fleißig weiter und verurteilte Donald Trumps Aktionen als Chaos scharf. Als ihr Vater Hunter Biden in die Schusslinie wegen Sex, Alkohol, Drogen und seiner Ukraine-Affäre geriet, stand ihm seine Tochter bei. In einem Tweet zeichnete sie ein Bild von ihm, so wie er wirklich ist, liebevoll und voller Integrität. Zu ihrem Vater hat sie ein gutes Verhältnis, trotz der Scheidung ihres Vaters von ihrer Mutter Kathleen Biden. Ein tragischer Schicksalsschlag in der Familie Biden hat ihr auch ihren Namen eingebracht. Naomi heißt wie ihre verstorbene Tante, die 1972 bei einem Autounfall ums Leben kam. Ihr Vater gab ihr den Namen, weil er so an seine geliebte Schwester erinnern wollte. Naomi Biden wurde in den letzten Monaten unfreiwillig zur Stimme der Demokratie. Das bemerkten auch amerikanische Medien wie das Magazin Marie Claire. Darin wurde ihr ein Porträt über ihr Leben und ihr Interesse für Politik gewidmet. Neben Ausflügen mit ihren Freundinnen oder einem Schnappschuss im Badeanzug postet sie gerne Bilder von sich und ihrem Freund Peter Neal. Auf vielen Aufnahmen sieht man das Paar verschmust, aber auch gelöst und albern. Auch ganz innig zeigte sich Naomi vor ein paar Jahren zusammen mit Tiffany Trump. In der Insta-Story von Donald Trumps Tochter zeigten sich beide ganz vertraut in den Hamptons. Dort verbrachten sie nach ihrem Uni-Abschluss einige Tage zusammen. Dass beide mehr als nur Kommilitoninnen sind, verrieten die rosa Herz-Emojis, die Tiffany zu dem Bild postete. Wer hätte gedacht, dass sich jemand aus dem Trump-Clan so gut mit Naomi Biden versteht?